Abend. Wir werden jetzt mal versuchen, eine schöne Session MechWarrior 5 zu spielen. Schön chillig. Ich habe jetzt eben mal noch mal eine Stunde World of Warship gespielt. Ich probiere mich hier wieder in World of Warship reinzuspielen. Hat aber einige Schwächen nach wie vor, die mir so gar nicht gefallen. Gameplay-technisch. Sound geil, Grafik geil. Und das Schiffe geil. Morgen Abend gebe ich dem Spiel nochmal eine Chance und dann habe ich es 3 Tage gespielt und dann entscheide ich, ob ich World of Warship dann weiterspiele oder nicht. Auf jeden Fall spiele ich jetzt Spaßspiele wieder gerade heute noch. Und MechWarrior 5 macht ja momentan richtig Spaß und deswegen spielen wir MechWarrior 5. Schöne Tasse Kaffee gerade vor mir stehen, da will ich nicht gerade die aus dem verschütten. Ich habe mir heute den Heavy Metal gekauft, den Highlander. Und den habe ich noch gar nicht gespielt. Das ist das erste Game mit dem Highlander. Aber wo habe ich. Warte mal, nee. Okay, hier muss ich die Waffengruppen tauschen. Bei linker Arm ist die Medium Pulse Laser, das heißt linke Maustaste, und rechter Arm ist die Gauss, rechte Maustaste. Oder Warzone? Bitte nur Warzone sein. Ich hasse Defensivmissionen. Das ist eine 400-Tonnen-Mission. Ich bin jetzt mit 350 Tonnen reingetroppt. Mal gucken, wie es läuft. Erstmal mich wieder daran gewöhnt, dass ich die Gauss auf der rechten Seite habe. Den habe ich auch neu. Bin mal gespannt, wie der performt. Der hat Mask drinne. Ah, ich drücke jetzt alles verkehrt. Schade. Critical.
müsste man ja momentan weg. Ich meine, es sind ja Leichtmechs, aber, ne? Auf ihn bin ich mal wirklich gespannt, wie der so performt. Ne, wir gehen hier drauf zu. Ungefähr hier kommen sie ja. Oder? Ist das so schnell hier? Ah, das ist so schnell hier. Genial. Ich liebe diesen Highlander an der Variante. Ich glaube, ich habe meinen Lieblingsmech gefunden. Ich muss ihn jetzt noch fertig weiter ausstatten, ne? Meteor-Pulse-Laser, Tierstufe 5 und so weiter und so weiter und so weiter. Der Tierstufe 5 raus, da weiß ich aber durch den lieben Freeze, dass es die ja bei einer Katina-Quest gibt. Das wäre mega gut, da kommt Flieger. Wäre ein gar nicht so langen Stream, also ich denke so Stunde, anderthalb vielleicht. Vielleicht haben wir Glück und finden in der Zeit die Quest-Reihe für den allerletzten Mech. Es wird hier nur noch einer von den besonderen Geomechs. Das müsste dieser Hatamo irgendwas eigentlich sein.
zu viele gute Mech momentan, um sie alle gleichzeitig zu spielen. Corsair wäre natürlich jetzt auch ein total geiler Mech, wenn man ja den Highlander hätte, ne? Deswegen haben wir das ja hier gemacht. Ich muss noch mal ganz kurz checken, wo wir die. Bei ihm haben wir die M-Laser, bei ihm haben wir die Medium-Pulse-Laser drin, ne? Ja. Die nächste Heavy Reward Quest drüben. Aber die haben wir schon gecheckt heute Mittag, ne? Die hier unten ist neu. Oder? Ah, man kann das ja auch so sehen. Destabilization. Ist ja bestimmt eine von denen, müsste es ja eigentlich sein, ne? Von der Reputation. Können wir mal dahin fliegen. Scheiße, ich habe die Nachricht ja vom Rob nicht gesehen. Na, wir haben uns schon morgen gesehen. Das war ja die Mech, die Mission, ja, die haben wir gesehen. Nee. Also Haus Kurita haben wir einen Hero weggeholt. Also müsste hier entweder Liao sein oder hier halt Marek mit dieser letzten Mission.
habe ich den mit Alan Freeze gemacht? Ich glaube, die habe ich mit Alan Freeze gemacht. Das wird mir jetzt noch ein paar Mal passieren, dass ich die falsche Waffe schieße, weil ich habe die Waffen hier gedreht. Schön reingelaufen. Thank you.
Reactive Probe vom Black Knight mitnehmen.
noch keiner mal da. Zum Labern oder so, ne? Das ist voll irgendwie ein bisschen langweilig. Pulslaser machen einfach so einen geilen Schaden. Und Abmarsch. Ich guck mal parallel, ob noch was im Teamspeak geht. Also wir machen erstmal eine High-Reward-Quest nach der anderen einfach. Irgendwann wird der letzte Mech schon auftauchen. In der Zeit machen wir schön Geld und hoffen, dass wir irgendwann mal auf einen Marauder stoßen. Lanze rein. Kann ich mal kurz gucken, ob sie Battlefield 5 streamen? Der alte Bullet. Wahrhaftig. Streamt. Ein Meter über dem Fluss fahren, ja. Mal kurz Hallo sagen, genau. Panzer fährt nach, wo kommen wir her? B? Ja, ich hab keinen Raketenwerfer als Medic. Von Battlefield 5 habe ich ja natürlich keine Ahnung. Irgendwann mal. Ist das
haut so rein die Nudge-Pulse, das ist geil. Das war ein Headshot. Jetzt aber anfangen, nicht mehr großartig die Mechs wieder zu wechseln, um wirklich mich auf die einzelnen Mechs, die ich dann habe, einzuspielen. Brauche ich keinen anderen Mech mehr spielen als den hier und den Highlanders. Der Atlas, der fliegt wahrscheinlich auch raus. Der KR-Atlas. Habe ich ja immer ewig gespielt schon. War mal Zeit für was Neues, ne? Aber echt überlegen, ob ich vielleicht sogar noch ein Medium Pulse Laser zwei Stück reinmache, anstatt die Sham Laser. Weil es sind ja insgesamt sind es ja mit der Munition 3 Tonnen. Nee. Oder? Ja, doch, eigentlich könnte man das machen. Da hätte man nochmal Punch auf. Oder normale Laser halt. Könnte natürlich wirklich, wenn ich jetzt verzichte, den Atlas Kerensky weiter zu spielen.
Weil ich denke mal, mit dem Atlas, mit dem Highlander und so weiter kriegen wir eh alles auch hin. Dann könnten wir nicht da die Medium Laser nehmen und die Medium Laser hier reinmachen, statt die Medium Puls Laser. Und die Medium Laser als zwei Nahkampfbewaffnung noch weiter. Ich schieße jetzt noch nicht, mein linker Arm ist ein bisschen beschädigt. Ich schieße jetzt. Dann haben wir, glaube ich, keinen einzigen 100-Tonner mehr. Aber das macht ja nichts. Muss ja nicht alles mit 100-Tonnern sein. Das geht ja wunderbar mit kleineren Assaults. Das wird wahrscheinlich dann erst wieder ein Thema, wenn wir halt in hohen Zonenleveln machen tun. Aber bis dahin haben wir ja eventuell einen Marauder, für den 100-Tonner Marauder. Und der kann genau das, was er hier auch kann, nur halt mit einem Large Pulse Laser mehr. Vielleicht kommt ja hier der Krapkin rein. Mal gucken. Wenn er Lust hat. Huch. Schon schöne Sachen, aber 5 wäre natürlich besser und es ist wieder die falsche Mission. So, und ich glaube, den machen wir erstmal raus. Dann habe ich noch die beiden, die ich selber spiele, und wir haben noch einen Slot frei und ich habe die Laser. Den Medium Laser kann ich bei ihm einbauen. Das machen wir jetzt auch. Atlas Kerensky. Mein absoluter Liebling, aber. Man kann ihn ja jederzeit wieder zusammenbauen. Also geht ja nicht. Wir müssen ja erst warten, bis der Atlas. Oder? Ne, die haben wir sofort wieder. Okay. Mit der Hitze nicht auch genau ausgehen und die haben die 500 Meter Range. Wir könnten mal auf fast das so machen, dass wir die Medium Laser an den Arm machen. Das machen wir auch. Und die Medium Pulse Laser an die Brust. Das ist dann unser Burst Damage und das ist unser Ich mach Fahrzeuge kaputt Waffe. Da könnte man sogar, wenn man einen dritten Laser kriegen wir nicht rein, dann müsste ich Double Heat 6 wegmachen, das will ich aber nicht.
So, der Hauptschaden, der kommt ja von den Nahtspulsessern, ist ja klar, ne? Na, wir lassen das erstmal so. Variante wäre natürlich hier, ohne jetzt Laser reinzumachen, da hättest du noch einen Tonne gespart. Könntest noch hier ein Double Heatsink reinmachen. Und nimmst drei normale Laser noch in die Arme. Warum eigentlich nicht? Warte mal. Also so und so. Als Brustbewaffnung, wenn sie dann direkt angreifen. Und zur Abwehr von Fahrzeugen und so weiter, dann zu sicher gehen 3. Und dann können wir hier noch den Double Heatsink einmachen. Dann haben wir alle Double Heatsinks, die wir reinmachen können, sind drin. Wir haben 10 mehr Schaden. Wollen wir ja einen Laser mehr haben. Und sind munitionsunabhängig komplett. Machen wir es so. Bei ihm weiß ich noch nicht ganz genau. Also Freeze, der spielt ihn ja auf SRMs und das gefällt mir gut, was er da gemacht hat. Deswegen machen wir das auch. Also so eine Mischbewaffnung, nicht alles jetzt auf SRM6. Ja, sogar gar keine SRM. Doch, hier haben wir Artemis. Da kann er nicht gezielter Fahrzeuge bekämpfen. Nehmen wir die Artemis-Art mit und dann können wir ihn nochmal kühler mehrig machen. So gefällt mir das richtig gut. So, und da könnte man natürlich jetzt streiten drüber. 440 ist natürlich eine Menge, ne? Es macht schon fast Sinn, eine halbe Tonne abzuzwacken und eine halbe Tonne SM Artemis Ammo und eine halbe Tonne hier. Gefällt mir sogar noch besser. Ist der Tech Laser zusammen mit dem Medium Laser? Machen wir so. So, wo geht's hin? Also ich weiß nicht, ob es halt den Hatomo-Dingsterbums hier oben gibt. Weil hier habe ich ja noch nicht viel aufgedeckt. Oder ob es den eher bei Liao gibt. Aber bei Liao habe ich ja eigentlich relativ gut aufgedeckt schon. Deswegen könnten wir uns auch langsam nach oben machen. Und hier die zum Beispiel machen. Das machen wir auch. Vielleicht liegen wir auch komplett komplett daneben, weil es ein Atomo ist. Neu im Game ist, muss es ja nicht unbedingt die Hero-Variante sein und ich wollte jetzt da nicht unbedingt viel nach googeln und machen. Ich werde mich schon selber daran machen und das zu erspielen. Wenn es interessiert, live in 80 Minuten steht 7:1 jetzt für Deutschland im letzten Testspiel vor der EM. Gegen Lettland. Ich meine, ja klar, es ist nur Lettland, ne? Shadowcoup. Denken wir mal. Haben wir gestern ja auch gemacht, ne? Shadowcoup. Oh, 60. 60. Extreme weather warning is in effect, Commander. You have
limited visibility out there and have to contend with sensor malfunctions. Gehen wir natürlich wesentlich schwerer rein. Das heißt, es ist dein schwerster jetzt, ne? Hatte ich so, glaube ich, angedacht, ne? Ne, Amaya ist der da, der schwerste. Und da hält man noch 15 Tonnen, da komme ich aber nicht in den Highlander rein, ne? Doch, genau. Okay. Ja. So blöd zum Rechnen heute. Ja, dann passt das doch. Geh mal rein. Zwei Stück nebeneinander, Alter. Drei? What the fuck? Der gefällt mir immer mehr vom Aussehen, je mehr ich den mir angucke, der Corsair. Und ja, das ist in meinen Händen, wenn ich den selber spielen würde, auch glaube ich voll der Killer mit der Doppelgauss und Doppel-Large-Pulsaser. Aber ich mag halt auch sprungfähige Mechs, ne? Ah, falsche Taste. Wir können ja natürlich nochmal nach Loot gucken, ne? Also der mit der Doppelgauss und der Doppel-Large-Pulse, das ist natürlich super heftig. Das ist einer der besten Mechs im Spiel. Ich meine sogar mit der beste. Top 3 auf jeden Fall. Warum finde ich den so stark? Halt mal wegen der Bewaffnung. Bewaffnung kriegst du ja auch locker bei anderen hin. Also, weiß ich, bei einer King Crab oder so, ne? Das ist ähnliche Bewaffnung, aber auch vom Schaden her gleich stark. Nur du hast halt bei dem, wenn man sich das mal anguckt, die hohen Waffenpunkte. Und die hohen Waffenpunkte sind immer gut. Guck mal, wie hoch die Gauss-Geschütze auf der rechten Seite hängen. Das ist schon genial. Von den Upgrades her, wenn du dann Upgrades nimmst, musst du dich nur auf zwei Waffensysteme konzentrieren, Ballistik und Energie. Auch gut. Wie gesagt, ich will den jetzt halt selber spielen, sonst gewöhne ich mich zu sehr an den. Und dann will ich halt mal Spiele den Marauder spielen.
was jetzt wie immer Nerd-Mainstreams oder Videos gesehen hat. Wir stellen die Kollegas hier vorne an der Ecke auf. So, und wir gehen ein bisschen vor. Ah, dafür haben wir ja sprungfähig Messner. Na? On the way. Schreck gekriegt, weil der, ich hab gedacht, da wäre einer von mir jetzt gestorben. Ja, der ist ja kein Gefahr. Diese Variante ist so lächerlich. Und seht ihr, ich bin halt auch Medium-Laser-Figuren, Medium-Puls-Laser spielt gar nicht so oft. Will jetzt mit dem Medium Puls Laser Schaden schon machen, obwohl ich es gerade kann. Oh, der war aber schlecht geschossen, einen Schuss. Aber man sieht, man braucht nicht im Atlanten und weiß nicht was, um die Mission zu machen. Ja, ist ein bisschen schade, dass heute Abend keine Zuschauer mehr da sind. Ich meine, klar, wir haben ja schon halb elf, viele sind vielleicht schon am Schlafen, weil sie morgen arbeiten müssen und so weiter, aber das ist ein bisschen schade. Ich unterhalte mich ja gerne. Normalerweise würde ich jetzt, aber ich weiß nicht, ob es halt erlaubt ist, einen Film nebenbei anmachen. Aber wenn ich streame, geht das wahrscheinlich nicht, ne? Das ist wahrscheinlich böse.
Gesamtschau der Lanze jetzt momentan halt betrachtet, ne, ist natürlich geil mit, also 5 Gauss in der Gruppe zu haben jetzt schon. Nur 2 auf dem Corsair, 2 auf dem Cyclops, ich eine. Da kann man nicht auch mal ein LRM-Boot, also Schrägstrich SRM-Boot mitnehmen ruhig. Und das macht gar nichts aus. Wie ist das denn Twitch? Darf man nebenbei Dokus gucken auf YouTube oder weiß ich was? Wie ist das denn mit Reaction-Videos und so weiter? Darf man das nebenbei gucken? Was ich jetzt mir noch fertig machen könnte oder uns was uns weiterhilft. Von der Tonnage her. Natürlich wie ein kleiner Atlas, ne? Ach komm, wir lassen es so frei. Ist egal. Ist wurscht. So, das machen wir mal jetzt mal Stopp. Und wir machen mal was anderes drauf. Welche Spannung mache ich jetzt Regen an? Im Hintergrund so ganz leise. Haus Steiner gegen Haus Steiner. Lassen die Lanze. Oder? Nee, machen wir was anderes drauf. Keine Ahnung. Das kann man im Hintergrund noch laufen lassen. Graus drauf und nichts passiert. Du kannst ja nochmal mit der Endgame-Musik probieren, vielleicht ist das so besser. Ich finde es eigentlich immer sehr seltsam. Aber vielleicht ist ja auch nur Gewöhnungssache.
noch mehr. Beim Raid ist es halt wichtig, schön Zeit nehmen, langsam durch. Oder alternativ, wenn ihr die Messe habt, zum Beispiel mit 4 Ravens, einfach durchrennen. Ich hatte 4 Ravens, aber ich konnte ja den Speicherstand nicht inklusive Cold Storage importieren. Darf man einen Film ohne Bild? Ich meine, wenn die Game of Thrones gucken, ja, Entschuldigung, und so ein Reaction-Video machen, dann hört man ja auch nur, und das bei YouTube guckt, dann hört man ja auch nur die Sound. Wenn man kein Bild sieht. Ich frage mal kurz für die Bonn. Eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. So. Weiter geht's. Ich mache echt gleich einen Film an. Wenn die nächste Leute kommen. Den
Mission noch fertig und dann machen wir einen Stream aus. Und dann gucke ich noch einen Film, weil ich nicht weiß, ob ich jetzt Film neben dem Stream gucken darf. Phoenix manchmal aushalten kann, ne? Kommst du her? Also ich werde es so machen, ich werde jetzt den Stream gleich beenden, sollte ich irgendwas Wichtiges finden, wie ein Marauder oder weiß ich was. Mache ich den Stream wieder kurz an. Ich kann den Film dann stoppen. Das heißt, wir machen jetzt noch kurz die Mission fertig. Oh, meine Frau würde sich jetzt gerade freuen, da läuft eine dicke, fette, schwarze Spinne da oben lang. An der Wand. Da würde sich meine Frau jetzt freuen. Also, wie gesagt, wenn euch der Content gefallen hat, jetzt das ist jetzt für YouTube mehr, dann lasst bitte einen Daumen hoch da und auch ein Abo und ja, und Kommentare natürlich, ne? Dann wünsche ich soweit erstmal noch einen schönen Abend.